Wenn du gewerbetreibend bist, musst du einmal im Jahr 3 Steuererklärungen abgeben. Einmal die Gewerbesteuererklärung, dann die Umsatzsteuererklärung und natürlich, wie eigentlich fast jeder in Deutschland, die Einkommensteuererklärung. Und in der Einkommensteuererklärung musst du die Anlage G für gewerbetreibend oder Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit ausfüllen. Wie du das genau machen kannst, das zeige ich dir in diesem Video, indem ich dich mit auf meinen Bildschirm nehme und wir uns einfach Schritt für Schritt bei Elster Online einmal durch die Anlage G durchklicken und ich dir zu jedem einzelnen Feld sage, was da jeweils eingetragen werden muss. Wir befinden uns in Elster Online und haben die Einkommensteuererklärung schon geöffnet. Das heißt, wir sehen hier oben schon einmal, welches Formular wir gerade geöffnet haben, und zwar die Einkommensteuererklärung für unbeschränkt Steuerpflichtige. Hier auf der linken Seite sehen wir die Struktur der Steuererklärung. Im Augenblick ist nur der Hauptvordruck und die Anlage Vorsorgeaufwand geöffnet. Und wenn wir hier unten auf Anlagen hinzufügen klicken, dann haben wir die Möglichkeit, alle möglichen Anlagen jetzt unserer Einkommensteuererklärung hinzuzufügen. Und das machen wir auch. Die Anlage G finden wir hier in dem Bereich Selbstständige und Unternehmer, denn das sind wir, wenn wir gewerbetreibend sind. Deswegen setze ich den Haken bei Anlage G und klicke auf Weiter. Wenn ich mir jetzt die Struktur anschaue, sehe ich, dass ich neben dem Hauptvordruck und der Anlage Vorsorgeaufwand die Anlage G sehe. Und ich sehe auch, dass ich sowohl für mich eine Anlage G anlegen kann, als auch für meinen Ehepartner bzw. die Ehefrau oder Person B. Wenn wir eine zusammenveranlagte Einkommensteuererklärung machen, dann muss das ja alles in einer Einkommensteuererklärung eingetragen werden. Und wenn wir so eine Anlage mal hinzufügen, sehen wir auch, wie die Anlage G aufgebaut ist. Und zwar gibt es da 4 Bereiche. Einmal den Gewinn, einmal zusätzliche Angaben bei Steuerermäßigungen nach § 35 Einkommensteuergesetz und dann geht es um einen Veräußerungsgewinn und um Sonstiges. Und diese Bereiche schauen wir uns jetzt einfach einmal an und gehen dafür auf nächste Seite. Im ersten Bereich geht es noch relativ einfach um den Gewinn aus Gewerbebetrieb. Das heißt, wir machen jetzt hier die Steuererklärung für 2022 und ganz oben muss ich eintragen den Gewinn als Einzelunternehmer. Das heißt, wenn ich ganz normal gewerbetreibend bin, eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt habe oder vielleicht eine Bilanz erstellt habe, dann habe ich damit ja einen Gewinn ermittelt und den trage ich hier ein. Das heißt, hier beschreibe ich einfach meinen Betrieb und hier schreibe ich den Gewinn rein als eine Zahl. Und da kommt auch ein ganz wichtiger Hinweis, das ist nicht genug. Das heißt, wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellt hast, dann reicht es nicht, dass du die Anlage G abgibst und damit quasi dem Finanzamt einfach in einer Summe den Gewinn mitteilst, sondern du musst zusätzlich die Anlage EÜR ausfüllen und an das Finanzamt übermitteln. Auch dazu gibt es übrigens schon eine Klick-für-Klick-Anleitung für Elster Online und auch für alle anderen Steuerarten und Anlagen übrigens. Die findest du alle einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Deswegen kannst du direkt nach diesem Video mit der Anlage EÜR beispielsweise weitermachen. Und dann kann es natürlich sein, dass sie auch mehrere Betriebe haben. Deswegen gibt es hier mehrere Felder. Was ein spannender Punkt ist, ist dieser Bereich Gewinn laut gesonderter Feststellung. Den trägst du ein, wenn du einen Wohnsitz und einen Betriebssitz finanziert hast. Wenn du deinen Gewerbebetrieb, also dein Unternehmen, nicht an dem Standort hast, wo du wohnst, dann hast du eventuell für deinen Betrieb ein Betriebssitzfinanzamt und an deinem Wohnort ein Wohnsitzfinanzamt. In einer solchen Situation gibst du alle betrieblichen Steuererklärungen immer beim Betriebssitzfinanzamt ab. Das heißt, deine Gewinnermittlungen, deine Umsatzsteuererklärung, deine Gewerbesteuererklärung und so weiter. Und dann bekommst du vom Betriebssitzfinanzamt einen gesonderten und einheitlichen Feststellungsbescheid. In diesem Bescheid steht dann dein Gewinn. Und diesen Bescheid und diesen Betrag, der da in diesem Bescheid festgestellt wurde, den trägst du hier ein. Ganz ähnlich funktioniert das übrigens, wenn du nicht alleine gewerbetreibend bist, sondern beteiligt bist an einer Personengesellschaft. Also OHG, KG, GbR und so weiter. Und dir gehört nur ein kleiner Anteil. Auch dann gibt ja das Unternehmen, der Gewerbebetrieb, seine Steuererklärungen ab. Und dann bekommt ihr einen Bescheid, einen gesonderten und einheitlichen Feststellungsbescheid. Und in diesem Bescheid sind die Gewinnanteile aufgeschlüsselt. Das heißt, da steht dann drin, welcher Mitunternehmer wie viel Gewinn zugerechnet bekommt. Und die Zahl, die auf deinen Anteil entfällt, den trägst du dann hier ein, in den Bereich Gewinn als Mitunternehmer. Funktioniert im Wesentlichen also relativ ähnlich wie der vorherige Bereich, nur dass dir als Mitunternehmer natürlich nicht 100% des Unternehmens gehört, sondern nur ein Teil. Und ganz vergleichbar funktioniert übrigens auch der nächste Bereich, und zwar den Bereich Gewinn als Mitunternehmer in Fällen von geringer Bedeutung. Wenn du mit deinem Ehepartner eine GbR hast, dann müsst ihr diesen ganzen Aufwand mit der gesonderten und einheitlichen Feststellungserklärung und so weiter nicht machen, dann könnt ihr das Ganze hier eintragen. Das heißt, eine GbR mit dem Ehepartner, das muss jeweils hier eingetragen werden als Gewinn als Mitunternehmer in Fällen von geringer Bedeutung. Den nächsten
nächsten Bereich würde ich an dieser Stelle gerne überspringen. Da geht es um § 15b Einkommensteuergesetz. Da geht es um Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen. Das ist ein sehr spezieller Fall und wird auf die meisten von euch nicht zutreffen. Und wenn es auf dich zutrifft, dann hast du wahrscheinlich einen Steuerberater und dann macht wahrscheinlich der Steuerberater die Steuererklärung. Oder aber du weißt ganz genau, dass § 15b Einkommensteuergesetz auf dich zutrifft. Deswegen an dieser Stelle nur der Hinweis, hier müsstest du jeweils deine Zahlen eintragen. Für alle anderen überspringe ich diesen Part einfach nur, um das Video nicht unnötig lang mit unnötigen Informationen zu füllen. Im nächsten Bereich geht es um die weiteren Angaben und da geht es unter anderem um das Teileinkünfteverfahren. Beim Teileinkünfteverfahren geht es zum Beispiel darum, wenn du in deinem Betriebsvermögen von deinem Gewerbebetrieb Anteile an anderen Unternehmungen hältst, dann gilt unter Umständen das Teileinkünfteverfahren und dann müsstest du die Informationen jeweils hier eintragen. Und dann gibt es ein paar Angaben rund um verpachtete und ruhende Betriebe und all solche Sachen. Das ist ehrlicherweise nicht so besonders häufig und deswegen würde ich es an dieser Stelle überspringen. Wenn du dazu aber Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir dann gerne in den Kommentaren weiterzuhelfen. Was wiederum ein relevantes Feld ist, ist dieser Bereich Begünstigungen nach § 34a Einkommensteuergesetz. Darüber solltest du dir Gedanken machen, wenn du an einer Personengesellschaft beteiligt bist. Dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder schüttet ihr euch als Unternehmen die Gewinne aus. Das heißt, du bekommst den Gewinn direkt ins Privatvermögen. Du bzw. ihr als Gesellschafter in diesem Unternehmen könnt aber Steuern sparen, wenn ihr den Gewinn nicht ausschüttet, sondern im Unternehmen behaltet. Das heißt, wenn ihr den Gewinn thesauriert. Und diese Steuererleichterungen sind in § 34a Einkommensteuergesetz geregelt. Wenn du da diese Steuerermäßigung beantragst, dann musst du das jeweils hier machen und dann trägst du das hier ein. Wichtig ist, dass du denn die entsprechende zusätzliche Anlage auch noch abgibst, also die Anlage 34a. Und ja, mit diesen Punkten würde ich sagen, wir gehen in den nächsten Bereich und zwar zu den zusätzlichen Angaben bei Steuerermäßigungen nach § 35 Einkommensteuergesetz. Und der wiederum sollte für fast alle von euch relevant sein. Und zwar geht es hier um die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer. Wenn du gewerbetreibend bist, dann weißt du ja mit Sicherheit, dass du im Gegensatz zu Freiberuflern noch die Gewerbesteuer zahlst. Das heißt, du zahlst eine komplette Steuerart mehr als Freiberufler. Allerdings kannst du die gezahlte oder zu zahlende Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen. Und wir erstellen ja hier nicht die Gewerbesteuererklärung, sondern die Einkommensteuererklärung. Und natürlich musst du jetzt die Zahlen aus deiner Gewerbesteuererklärung in der Einkommensteuererklärung angeben, damit das Finanzamt die Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen kann. Und das ist auch der Grund, warum dieser Bereich, dieser zweite Bereich für dich wahnsinnig wichtig ist. Wenn du das nämlich hier nicht einträgst, kann es passieren, dass die Gewerbesteuer nicht in deiner Einkommensteuererklärung angerechnet wird. Deswegen ganz, ganz wichtig, klicken wir hier auf weitere Daten hinzufügen und dann musst du da so ein paar Angaben machen zu deinem Gewerbebetrieb. Und diese Zahlen, die du hier eintragen musst, die stehen in deinem Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag. Das heißt, von deinem Betriebssitzfinanzamt bekommst du einen Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag. Und da stehen tatsächlich die Zahlen, die du hier eintragen musst. Das heißt, der Gewerbeertrag, der Freibetrag, der Gewerbesteuermessbetrag denn jeweils und der Hebesatz in Prozent. Der Hebesatz unterscheidet sich von Gemeinde zu Gemeinde. Das heißt, du kannst auch einfach mal deine Gemeinde googeln plus Hebesatz. Beispielsweise Berlin Hebesatz, Bremen Hebesatz. Und dann findest du relativ leicht deinen Hebesatz heraus und daraus ergibt sich dann die Gewerbesteuer. Das musst du hier bitte eintragen, sonst kann die Anrechnung der Gewerbesteuer nicht vorgenommen werden. Und das Ganze machst du natürlich nicht für dein eines Gewerbe, sondern für alle Gewerbebetriebe, die du hast. Und auch alle gewerblichen Beteiligungen, die du hast. Also wenn du an der OHG beispielsweise beteiligt bist und da gewerbliche Einkünfte hast, dann fällt ja auch ein Anteil des Gewerbesteuermessbetrags auf dich und dann kannst du das Ganze abrechnen. Aber wie gesagt, diese Zahlen bekommst du in der Regel in dem Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag und die schreibst du dann hier quasi einfach ab. Das bedeutet allerdings auch, dass du diese Steuererklärung nicht machen solltest, bevor du nicht den Steuerbescheid hast von dem anderen Finanzamt. Du kannst tatsächlich auch die Zahlen aus deiner Gewerbesteuererklärung übernehmen. Wie du deine Gewerbesteuererklärung machen kannst und wie du dann auf diese Zahlen kommst, auch dafür habe ich ein Tutorial gedreht, das findest du unten in der Videobeschreibung. Das heißt, hier in diesem zweiten Bereich geht es unterm Strich nur um das Übertragen von Daten, allerdings musst du diesen Arbeitsschritt der Berechnung halt vorher machen, bevor du hier die Anlage G abschließen kannst.
und auch bevor du sie abschließen solltest. Und damit kommen wir zum nächsten Bereich, und zwar dem Veräußerungsgewinn. Auch hier ein wichtiger Hinweis, es geht nicht immer um den Verkauf eines Unternehmens. Natürlich suggeriert das Wort Veräußerungsgewinn, dass man ein Unternehmen verkaufen muss, um hier etwas einzutragen. Auch wenn du mit deiner Selbstständigkeit aufhörst, hast du unter Umständen einen Aufgabegewinn. Einfach durch die Beendigung deiner Tätigkeit kann es sein, dass ein Aufgabegewinn erzielt wird und den musst du tatsächlich auch nochmal versteuern. Unter Umständen zumindest. Das ist immer dann der Fall, wenn du relativ hohes Anlagevermögen hast, was du jetzt aus dem Betriebsvermögen nimmst und deinem Privatvermögen zuordnest. Wie du genau deine Selbstständigkeit eigentlich beendest und wie du diesen Gewinn ermittelst, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das würde auch hier den Rahmen sprengen, wenn ich grundsätzlich die Berechnung des Aufgabe- oder Veräußerungsgewinns jetzt hier nochmal ausbreiten würde. Hier geht es wirklich nur darum, wo du das Ganze einträgst. Deswegen schau unbedingt mal bei dem Video vorbei. Das verlinke ich dir gerne oben rechts und in der Videobeschreibung. Ein wichtiger Aspekt bei der Veräußerung oder Aufgabe eines Unternehmens ist ein Steuerfreibetrag. Also da gibt es eine Steuererleichterung für das Beenden von einem Unternehmen. Und immer, wenn du den in Anspruch nehmen kannst und möchtest, dann trägst du den Veräußerungsgewinn hier oben ein. Wir lesen hier einmal genau die Beschreibung. Hier steht nämlich Veräußerungsgewinn für den Freibetrag nach § 16 Einkommensteuergesetz. Da ist genau dieser Freibetrag geregelt. Wegen dauernder Berufsunfähigkeit oder Vollendung des 55. Lebensjahres. Ganz, ganz wichtig, wenn du das in Anspruch nimmst, dann hier oben. Wenn du das Ganze nicht in Anspruch nehmen möchtest oder kannst, weil du beispielsweise noch zu jung bist, dann trägst du den Gewinn hier unten ein. Unter Veräußerungsgewinn für den, die der Freibetrag nach § 16 nicht beantragt wird oder nicht zu gewähren ist. Das heißt, entweder wenn du nicht kannst oder nicht willst, dann schreibst du das hier unten rein. Und natürlich müssen auch hier weitere Angaben gemacht werden, rund um das Teileinkünfteverfahren und so weiter. Da möchte ich gar nicht so tief darauf eingehen. Wenn das ganze Thema Betriebsaufgabe tatsächlich für dich relevant ist, habe ich schon erwähnt, schau erstmal das andere Video und schreib uns gerne einen Kommentar, wenn du da zu einzelnen Feldern noch eine Frage hast. Die allermeisten geben ihr Unternehmen ja nicht jetzt jährlich auf. Deswegen springe ich jetzt auch hier einfach zur nächsten Seite. Und auch der letzte Bereich Sonstiges, da geht es um sehr spezielle Fälle. Wir gehen da einfach einmal ganz kurz durch. Zum Beispiel, wenn bei Kapitalgesellschaften Bezugsrechte übertragen worden sind, darum geht es hier, dann geht es um gewerbliche Tierzucht und gewerbliche Tierhaltung, um gewerbliche Termingeschäfte, um Beteiligung bzw. Verluste aus Beteiligung, also in Klammern REIT. REIT heißt Real Estate Investment Trust, das heißt, da geht es um Immobilien, Geschichten und Zinsaufwendungen nach § 4h Einkommensteuergesetz. Da musst du dann auch die Anlagezinsschranke ausfüllen. Wir sehen also, das sind schon sehr eigene und ehrlicherweise auch sehr seltene Angaben. Nur, dass du es einmal gehört hast, wenn irgendwas davon auf dich zutrifft, ich gehe davon aus, dann hast du einen Steuerberater, aber dann musst du die jeweiligen Angaben hier im vierten Bereich in der Anlage G machen. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angelangt. Wir sehen also, in der Anlage G gibt es eigentlich nur so zwei wirklich wichtige Dinge. Und zwar einmal den ersten Bereich, da geht es einfach darum, dass du deinen Gewinn angibst. Die eigentliche Gewinnermittlung findet dann aber in der Einnahmenüberschussrechnung bzw. Bilanz, besser gesagt Gewinn- und Verlustrechnung statt. Und ganz wichtig, der zweite Bereich, da geht es um die Anrechnung der Gewerbesteuer in der Einkommensteuererklärung. Alles andere sind schon sehr spezielle Sonderangaben. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt erfolgreich die Anlage G ausgefüllt. Für alle anderen Anlagen und Steuererklärungen findest du, wie ich schon erwähnt habe, die Tutorials auch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schau da gerne einmal vorbei. Wenn du aber das Ganze gar nicht selber machen willst, sondern dir denkst, dass das lieber ein Profi für dich erledigen sollte, dann würde ich sagen, das ist nicht die schlechteste Idee, die man haben kann. Und dann schau dir mal meine Empfehlungen und Hinweise an. Die verlinke ich dir einmal einfach hier. Oder du schaust dir einfach direkt die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.